Ich habe wirklich angefangen von jetzt auf gleich. Wir hatten also damals, erinnere ich mich noch, einen spärlich ausgebauten Dachboden, wo ein Computer stand, so ein, auch schon so ein ausrangierter. Und dann habe ich angefangen zu schreiben mit dieser Geschichte mittendrin, wo der Templer dann des Nächtens von jemand anderen bei dieser unbedarften jungen Frau abgeliefert wird als vermeintliches Unfallopfer. Und das hat mich also so fasziniert, das auch zu schreiben, hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe dann immer weitergeschrieben. Ich habe dann um diese Geschichte, um diesen kleinen Einzelplot halt andere Plots entwickelt und habe 14 Tage wie im Rausch geschrieben. Mein Mann fragte sich schon, wo ich abbleibe. Dachte, ich habe vielleicht ein Fizzebatürkchen im Internet oder so. Also ich tauchte dann nicht mehr auf von meinem Computer und war dann auch, ich war auch so richtig süchtig auf einmal nach dem Schreiben und diesem Plot, den zu Ende zu erzählen, weiterzutreiben und so weiter. Und am Anfang war es, glaube ich, so, dass er sich gewundert hat, wie viele in meinem Verwandten-, Freundesbekanntenkreis sich wohl gewundert haben, als ich dann gesagt habe, ich schreibe ein Buch. Aber so langsam hat sich meine Familie dann an meine Verrücktheit gewöhnt und ist dann auch mitgefahren nach Frankreich zur Recherche, zu den Templerkomtureien oder ist mitgefahren nach Schottland und hat sich da Burgen angeguckt. Oder auch eben in Deutschland halt habe ich Burgen besichtigt und da sind die immer brav mitgefahren und haben das aber auch dann als interessant empfunden, eben da auch noch was zu lernen oder was zu entdecken oder so. Das war auf jeden Fall positiv. Ich lese wahnsinnig viele Sachbücher, wahnsinnig viele historische Sachbücher auch. Und häufig, wenn ich irgendwas lese, dann weckt das mein Interesse. Und ich stelle mir halt vor, wie die Leute früher so gelebt haben oder wie die Dinge empfunden haben. Und dann versetze ich mich da rein und habe dann auch ganz schnell schon Ideen, wie ich irgendwas schreiben könnte. Und dann plötzlich, ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich irgendwann mal so zu Fuß unterwegs war und dann über meinen Plot nachgedacht habe. Und dann dachte ich, ja, wenn der Ritter jetzt von 1307 nach 2004 kommt, der spricht ja gar kein normales Deutsch. Der spricht ja Mittelhochdeutsch. Und da lief es mir kalt und heiß den Rücken runter. Da habe ich gedacht, wie kriegst du das jetzt hin? Und dann ging das so weiter. Also ich habe dann jemanden gefunden, der mir Passagen ins Mittelhochdeutsch übersetzt hat. Dann musste ich noch diese Übergänge finden, weil ich konnte nicht das ganze Buch im Mittelhochdeutsch schreiben. Und das war eigentlich eine harte Schule, dass ich gemerkt habe, ja, so einfach, wie ich mir das vorstelle, geht's ja nicht. Mein Leitspruch ist immer, geht nicht, gibt's nicht. Mittlerweile oder just do it, wie ein Freund mir sagte. Was ich ganz wichtig finde, versuchen. Also niemand sollte denken, er kann es nicht. Ich denke, viele Menschen können viel mehr, als sie denken. Und wenn es ihnen Spaß macht, dann ist es natürlich noch besser. Ich war auch in einem professionellen Schreibkurs in Bonn, wo ich dann also mit Leuten, die Literatur schreiben wollten, den Anspruch hatten, Literatur zu schreiben, ich sage mal jetzt nicht nur Hobbyschreiber in Anführungszeichen, sondern es ernst genommen haben, da bin ich halt auch in Kurse gegangen und habe mich mit denen ausgetauscht. Und irgendwann sagte jemand, Mensch, das ist so gut, was du da machst, das würde ich mal an einen Agenten schicken. Mein allergrößter Kritiker in dem Sinn ist mein Mann. Der liest alles, Probe, alles und sagt dann natürlich, merke ich dann schon, je nachdem, wie der reagiert, ist das okay oder nicht oder ist das spannend oder nicht. Und also ich würde den an erste Stelle setzen. Meine Schwester liest zwischendrin Probe schon mal, Kapitel, die schicke ich ihr, weil sie eben halt auch viel liest und das im Kontext zu den ihren täglich gelesenen Büchern sehen kann und auch gucken kann, ist das von der Qualität her ähnlich oder besser. Ja, Ken Follett ist natürlich der Beste der Besten. Das ist mein absoluter Lieblingsautor. Also den finde ich halt total grandios. Und als zweiter natürlich für mich großes Vorbild, also die hat mich quasi zum Schreiben gebracht, das ist Diana Gabaldon oder Gabaldon, wie man sagt. Wo ich wirklich dann finde, dass die schreibt halt auch sehr authentisch, sehr echt und man hat bei den Figuren auch das Gefühl, die existieren wirklich. Ja, also ich habe wahnsinnig viel Glück gehabt mit meinen Hörbüchern. Also das erste Hörbuch war Anja Bielabell, hat das gelesen, die Gegenpäpstin. Und ich war total begeistert. Wenn man dann nochmal jemand hat, der also auch eine schöne Stimme hat und das entsprechend interpretiert, dann ist man richtig glücklich, weil es dem Ganzen nochmal einen ganz besonderen Rahmen gibt. Also ich gehöre zu den Autoren, die intuitiv schreiben. Ich lege mir gar nichts vorher fest. In meinem Kopf schreiben die Figuren die Geschichte. Das heißt, ich weiß gar nicht, wenn ich anfange, wie es ausgeht. Und ich bin dann auch manchmal wirklich sehr überrascht, wie sich da die einzelnen Wendungen entwickeln. Also wo ich sage, das ist für mich, das ist das Spannendste überhaupt. Also das sagen ja viele Autoren, nicht alle, aber viele sagen halt, die Figur übernimmt die Regie. Und bei mir sind es auch oft Personengruppen. Also ich habe sehr gerne eine große Mannschaft, die alle irgendwie eine Rolle spielen und die auch irgendwie komischerweise immer dann gerade auftauchen, wenn es passt.
und was zu sagen haben. Und auch die Dialoge, die ich so schreibe, die schießen mir so in den Kopf, als wenn sie mir jemand einflüstern würde, wie so ein Souffleur. Also ich habe gar nicht das Gefühl, ich erfinde gerade was, sondern ich schreibe nur mit. Und das ist vielleicht das Faszinierendste überhaupt am Schreiben, was ich so sagen kann.